Hallo, ich bin Robert von BBOne und heute möchte ich euch von der Firma Joules den neuen Day 5 vorstellen. Ja, 5, weil es gab schon ein paar Modelle und ein paar Varianten vorher und jetzt ist das Ganze wirklich upgedatet worden. Da sind viele neue Features mit drin, die den Wagen wirklich nochmal hervorheben und besonders machen. Wir haben einen Kombi-Kinderwagen mit einer Wanne und mit einem Sportsitz. Hier ist es so, dass wir einmal die Wanne haben und für den Sportwagen oder Buggy-Aufsatz nachher noch mal etwas umbauen müssen. Wir starten, indem wir uns die Wanne mal ein bisschen im Detail angucken. Die Firma Joules hat hier einen schönen Grünton mir zur Verfügung gestellt, den wir uns zusammen anschauen. Grün, vielleicht auch im Fokus, weil wir hier auch ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit drin haben. Die Stoffe sind nämlich aus recyceltem Plastik. Also man hat da auch noch mal ein bisschen auf die Umwelt geachtet. Wir haben hier ein großes Dach, das du mit dem Zipper nach vorne machen kannst, um halt wirklich ein großes Sonnensegel zu bekommen. Und hat hier hinten auch noch mal mit einem zweiten Reißverschluss dann die Möglichkeit, hier auch noch mal ein schönes Belüftungsfensterchen hervorzuholen. Hier ist immer der Fokus natürlich auch noch mal, dass es auch eine Klimatisierung stattfindet, dass also kein Hitzestau entsteht. Und noch natürlich ein kleines zweites Panoramafenster. Das könnt ihr so runterklappen und hier auch so schön reindrücken. Dann haben wir auch hier nochmal ein belüftetes Fensterchen vorne. Die Wanne innen drin ist halt wirklich groß geräumig. Ich habe gesehen, das Dach kann man ohne Knöpfe bewegen, weil der Tragebügel ist hier oberhalb der Wanne. Lässt sich mit einem Druckknopf leicht öffnen, zur Seite schwenken. So kannst du das Kind auch leicht hinein und hinaus setzen. Innen drin ist die Matratze halt eben wirklich gut belüftet, hat so ein kleines Nestchen oben mit drin. Die Wanne hat auch nochmal eine Luftzirkulation durch den Boden und ist damit wirklich ein schönes, kuscheliges Nestchen, was halt vor allem aber auch sehr geräumig ist. Wenn wir die Wanne herunternehmen wollen, gibt es halt hier einmal an der Kopfseite einen Hebel, das heißt eine Hand am Griff, eine Hand am Hebel und ihr könnt die Wanne leicht herausheben. Hier der Vorteil zum Beispiel, das auch so ein bisschen in der Armbeuge zu tragen. So habt ihr mehrere Tragemöglichkeiten. Okay, das ist die Wanne, groß, geräumig und aus recyceltem Plastik. Jetzt schauen wir uns das Gestell zu dem Wagen nochmal an. Der Joules Day 5 hat auch hier wieder eine Teleskopstange. Mit zwei Knöpfen kannst du die relativ einfach nach oben ziehen. Und wir haben jetzt hier eine Memory-Bremse, die du nur von oben betätigen musst. Schon mal praktisch. Wir haben die gummierten Räder, die pannensicheren. Und ein besonderes Highlight ist hier vorne, wenn du die Räder zum Beispiel wieder beweglich haben möchtest, einfach drauf treten und schon sind sie schwenkbar. Und wenn es dir zu flatterig wird oder zu uneben, nochmal drauf treten, dann arretieren sie und sind wieder gerade. Tolles Highlight. Hier hinten ist der Korb, den könnt ihr runterdrücken, somit kommt ihr auch immer ein bisschen leichter an eure Sachen ran. Zum Falten könnt ihr ihn einfach jetzt zunächst die beiden Knöpfe drücken, greift in der Mittelstange und schon habt ihr in der Hand. Der ganze Wagen wird automatisch arretiert und ist halt super klein im Stauraum. Wir haben halt wirklich ein Packmaß, das eigentlich wirklich gut im Kofferraum oder auch mal vielleicht in der Wohnung oder im Haus so verstaut werden kann. Den Knopf hier oben, den kleinen grauen, einfach drücken. Und schon habt ihr den Kinderwagen wieder aufgeklappt. Okay, Joules hat ganz viel Zubehör. Dafür könnt ihr euch natürlich im Fachmarkt auch nochmal beraten lassen. Wir schauen uns jetzt aber natürlich viel interessanter den Sportwagenaufsatz an. Dazu brauche ich eine Minute, um das Ganze vorzubereiten und umzubauen. So, jetzt habe ich euch die Wanne einmal zum Sportwagen umgebaut. Wie gesagt, das dauert ein paar Minuten, aber wenn ihr immer Fragen habt, könnt ihr natürlich auch immer gerne in den Fachmarkt vorbeigehen. Die Kollegen und Kolleginnen helfen euch dann natürlich immer weiter. Wer aufgefallen ist, sieht auch, dass wir hier einige Elemente beibehalten. Wir haben den Rahmen, wir haben das gleiche Dach wie bei der Wanne und natürlich auch den Tragebügel. Wir haben die Möglichkeit, wieder den Aufsatz vorwärts oder rückwärts draufzusetzen. Damit ihr es besser sehen könnt, setze ich euch den jetzt einmal vorwärts drauf. Da haben wir hier dann halt eben einmal die Sicht auf den großen Sportwagen- oder Buggy-Aufsatz. Wie gesagt, das Dach ist wirklich das gleiche. Ihr könnt hier die Haube wieder wirklich weit nach vorne ziehen und habt auch hier hinten wieder einen Zipper, um dann auch nochmal diese Belüftung zu öffnen. Das ist das gleiche Konzept geblieben wie bei der Wanne.
Der Tragebügel wird jetzt zum Spielbügel. Das heißt, das Kind kann sich vorne festhalten. Ihr könnt aber auch ein Buggybuch oder irgendwas anderes dran machen. Aber das Besondere jetzt beim Day 5, und das ist die Neuerung, ist halt, wenn du jetzt diesen Hebel bewegst, kommen die Füße langsam nach vorne. Und wir haben hier nicht einen angewinkelten Sitz, sondern wir haben hier wirklich ein gerades Liegen. Das heißt, die Kinder können sich wirklich schön durchstrecken. Ist auf jeden Fall das Highlight, was sich hier bei dem Modell jetzt verändert hat. Die Fußstütze lässt sich mit einer Hand trotzdem rauf und runter bewegen. Ihr könnt den Spielbügel relativ leicht hier mit einer Hand auch nach öffnen und zur Seite bewegen und habt dieses Gurtsystem. Mit einem Knopfdruck springen euch die Gurte entgegen und ihr könnt das Kind wirklich leicht ransetzen. Tolles Highlight ist, ihr könnt die Schultergurte einfach in der Höhe hoch oder runter schieben. Ihr müsst hier nichts fädeln oder irgendwie umstecken. Dadurch macht es das ganze Produkt natürlich wirklich sehr smart. Der Day, ein toller Kombi-Kinderwagen, sicherlich im Premium-Bereich, weil er einfach eine tolle Qualität und eine gute Verarbeitung hat. Wir haben hier viele kleine Details. Es ist wirklich der Allrounder für die Stadt. Er hat halt eben hier aber auch ein tolles Fahrverhalten, wenn es etwas wackeliger wird. Eine hohe Teleskopstange und ist damit wirklich ein kleiner, wendiger Begleiter mit vielen Features.